meine Lieben, willkommen im nächsten Video. Ja, wie ihr seht, neues Familienmitglied. Mini ist BMW, ne? Würde ich sagen. Ja, also steht zumindest auf Steuergeräten drauf. Und ja, das ist das neue Familienmitglied. Ich habe den Mini gekauft und der hat aber allerdings zwei, drei Mängel gehabt, die ich auch wusste. So, erster Fehler ist, Verdeck geht nicht auf. Also Verdeck geht auf bis zur Hälfte und dann fährt er aber nicht rum und geht ganz auf. Das ist das Erste, darum geht es auch heute in diesem Video. Ich möchte euch da zeigen, wie ich das Ganze hinbekommen habe, wie ich die Fehlersuche angegangen bin. Das möchte ich euch heute einfach mal zeigen. Und in dem nächsten Video, wo es um den Mini geht, und zwar habe ich im Fehlerspeicher immer Hochdruckpumpe, Pumpendruck zu niedrig oder mal zu hoch. Das ist die Hochdruckpumpe, die habe ich schon bestellt, die liegt da schon, aber es ist die falsche. Wie es halt immer so ist, wenn man Teile bestellt. Ja, und da machen wir auch ein Video von, also wir zeigen euch dann auch Hochdruckpumpe, weil es ist, glaube ich, auch ein ganz begehrtes Thema beim Mini Cooper mit der Hochdruckpumpe, dass die gerne im Sack geht. Ne? Ja, also zum Verdeck, ich habe den Fehler mittlerweile gefunden und ich sag euch aber noch nicht, was es ist, denn dann müsst ihr das Video bis zum Ende schauen. Das ist nämlich Trick 17 mit Falle. Du weißt ja schon, dass die auch vorspulen können, ne? Ja gut, können die, ich weiß, aber dann kriegen sie ja nicht mit, wie vielleicht die andere Fehler so, weil der Fehler kann ja auch anders sein. Deswegen möchte ich ja allgemein einmal so ein bisschen abrunden, was es alles sein kann und wo ich auch nachgeguckt habe, was es halt so für Möglichkeiten gibt, was es ist. Bekannteste Fehler, wo es meistens nicht funktioniert, ist hinten im Kofferraum, hat er an der Seite so einen Taster, der dafür zuständig ist, dass diese Klappe, also diese, wie nennt man das? Hutablage, ne? Hutablage quasi unten eingerastet. Jetzt müssen wir erstmal hier Kartons rausholen. Ne, Mini Cooper S hinten Cabrio sehr viel Platz. Also das ist das, was den Kofferraum hat. Die Leute, die das Ding sich kaufen, um einkaufen zu gehen. Ja, Ronny, wir können ja mal hier das Verdeck, also das kann man ja hier so ein bisschen hochklappen. Und hier kann man den Taster schon ganz gut sehen. Also das ist diese Hutablage, die dann quasi, wenn man nicht offen fährt, hat man noch mal ein bisschen mehr Platz. Die muss man runterklappen und dann sitzt hier an der Seite so ein Taster. Mal einmal drauf eingehen. Dieser Taster hier, ja, hier liegt dann die Hutablage drauf. Und das ist wohl ein Problem von Mini Cooper. Nicht wundern, dass das hier noch so auseinandergebaut ist, weil, wie gesagt, ich habe den Fehler gesucht und habe halt so ein paar Klappen abgemacht. Diesen Taster habe ich im Internet gelesen, haben viele geschrieben, ja, kannst du durchmessen und ausbauen und solche Geschichten. Ich habe mir das ein bisschen einfacher gemacht. Also die Möglichkeit gibt es, dass man den Taster mit dem Multimeter durchmisst. Aber da ich ja immer so ein bisschen fauler bin, was das angeht, habe ich einfach, wie nennt sich das denn, INPA von BMW, benutzt, um ja quasi eine Stelldiagnose zu machen. Und das zeige ich euch jetzt. Das zeige ich euch jetzt einfach mal. Da machen wir den Laptop denn hier getan. Der lag jetzt schon irgendwo, ne? Gucken, ob der noch genug Akku hat. Hoffen wir es mal. Ja, des Weiteren habt ihr ja nicht nur den Sensor, sondern er hat ja auch verschiedene Hall-Sensoren, dass das Fahrdeck weiß, in welcher Position er ist. Ist zum Beispiel hier ist einer, also unterm Verdeck natürlich, die sieht man hier sehr schlecht und auch die habe ich quasi getestet. Ich zeige euch auch gleich mal, wie man die ganz einfach testen kann. Und zwar, zur Info auch dazu zu sagen, ich hatte keine Fehler im Fehlerspeicher, was das Verdeck angeht. War natürlich auch ein bisschen kniffliger. Komm, ich komme hier hin, dann sehen wir das besser. So, wir sind noch von dir gerade. Weil der Ronny hat nämlich an seinem 1,35 irgendwie so nacheinander gehen da die ABS-Sensoren kaputt. So, hier habe ich das INPA. Jetzt müssen wir eben die Zündung anmachen. Nicht aus, ja, kein Xenon. So, und dann haben wir mit Shift und F6 die Mini-Baureihe. Und zwar bin ich dann auf die Karosserie gegangen
Und hier habt ihr unter anderem zum Beispiel das Fußraummodul, wo auch ein Fehler abgelegt war. Ja, und zwar hatte ich nicht im Fehlerspeicher, sondern im Infospeicher immer einen Fehler drin. Wir können jetzt mal live mal wieder hier so gerade reingucken. Hier habe ich jetzt auch einen Fehler drin, aber der Fehler macht jetzt in dem Fall nichts. Ich weiß auch nicht, was das für ein Fehler ist, weil das ist ein unbekannter Fehler. Wie gesagt, aber das Verdeck funktioniert wieder einwandfrei. In diesem Infospeicher hatte ich immer drinstehen, ich kann das Wort gar nicht aussprechen, wenn ich ehrlich bin. Was stand da immer? Du hast das auch gelesen. Ich habe dir doch den Fehler gezeigt, oder nicht? Nein, wir haben nur... Also im Endeffekt, BMW macht es nicht so. Die sagen nicht, der Fensterheber ist nicht richtig angelernt. Die schreiben dann da irgend so einen Scheiß dahin, was kein Mensch versteht. Ja, also im Prinzip ging es darum, dass die Fenster nicht richtig angelernt waren. Jetzt kommt aber der Haken an der Sache. Ich habe die Fenster dann neu angelernt mit dem Programm. Dann ist das Verdeck auch in dem Moment aufgefahren. Sobald ich aber die Zündung ausgemacht habe, whatever, war der Fehler wieder drin. Also das heißt, der hat sich das nicht gemerkt, dass die Fenster angelernt waren und das auf beiden Seiten. Aber ich will jetzt auch gar nicht hier so viel durcheinander reden, weil eins nach dem anderen. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, hier die Fenster anzulernen. Du kannst das schlecht sehen. Kann man das schlecht sehen? Okay. Ihr habt, wie gesagt, hier die Möglichkeit, die Fenster anzulernen und auch die Fenster fahren zu lassen. Ich habe dann aber für die Fehlersuche, weil es muss ja nicht der gleiche Fehler sein, wie es jetzt bei mir war, habt ihr die Möglichkeit, zurückzugehen und dann über das Karosseriemodul. Hier stand denn, wo war denn das Verdeckmodul? Hier gibt es dann einmal das Verdeckmodul irgendwo. Nicht doof, bin ich blind? Ich weiß es nicht. Instrumenten, Cabrio-Verdeckmodul, da. So, und jetzt kann ich über F6 sagen, ich möchte hier die Sachen... Ne, Status, nicht F6, sondern Status. So, Status lesen. Und jetzt habt ihr hier die Hallsensoren zum Beispiel. Die Hallsensoren sagen, wo das Verdeck gerade ist. Und hier habe ich jetzt auch die ganzen Sachen geprüft. Das heißt also, der Taster, der hinten die Ablage verriegelt, steht zum Beispiel, das sind ja jetzt die Hallsensoren. Jetzt haben wir hier noch Aktoren. Da könnt ihr halt durchgehen. Mal eben gucken, wo das stand. Hier stand das, glaube ich, bei, ne? Sperrverriegelung. Fahrzeuggeschwindigkeit, Heckklappe geöffnet. Also nur mal als Beispiel gesehen jetzt, hier oben steht jetzt Heckklappe geöffnet. Ja, der Punkt ist jetzt quasi, so, jetzt mache ich die Klappe auf und dann sehe ich ganz klar, dass dieser Taster funktioniert. Und genauso ist es auch bei der Hutablage. Die Hutablage jetzt beziehungsweise der Ablagebogen, den ich euch gerade gezeigt habe, der Taster, ja, das ist jetzt, wenn ich den hier, seht ihr? Jetzt ist die Hutablage oben und wenn ich die Hutablage runter mache, heißt das also, der Taster reagiert. Das ist halt die faule Variante, wenn man nicht quasi den Taster mit dem Multimeter durchmessen möchte, sondern das Ganze einfach mit dem Laptop macht. Das wäre dann die einfache Variante und genauso bin ich dann auch dementsprechend auf F1 die Hallsensoren durchgegangen. Und zwar sieht man die Hallsensoren, wenn man das Verdeck hier zum Beispiel ein Stück öffnet. Das hat auch funktioniert, also das Verdeck ist ja ein Stück zurückgefahren. Bin ich dann einfach mit dem Schraubenzieher, der vorne ein bisschen magnetisch war, an dem Hallsensor entlang gestriffen und der hat dann dementsprechend auch ausgelöst. Und das habe ich dann bei allen gemacht und wusste so, meine Hallsensoren sind auch in Ordnung und habe dann weitergesucht. Dann habe ich halt gedacht, okay, vielleicht liegt es an der Batteriespannung, dass das Steuergerät quasi nicht schafft, das abzuspeichern oder da irgendeinen Fehler macht, habe die Batterie vollgeladen, war dann halt aber immer noch der Fehler. Ja, und in dem Moment, wo ich dann so ein bisschen am Verzweifeln war, kam Ronny vorbei und Ronny sagte, ja komm, jetzt scheiß mal aufs Verdeck, wir fahren jetzt erstmal das Ding eine Runde Probe, weil er wollte den auch mal eine Runde fahren und sind dann im Prinzip, ja, haben dann eine Probefahrt oder Ronny hat eine Probefahrt gemacht und ich habe auf dem Beifahrersitz gesessen und habe gemerkt, dass auf der Beifahrerseite, also nicht auf der Seite, sondern auf der Beifahrerseite, die Fensterscheibe beim Fahren in Schlaglöchern immer geklappert hat. Also falls ihr das vielleicht auch habt, ja. Und zwar war es so, dass immer, ich konnte auch so machen bei der Beifahrertür und ich hatte immer ein Klappern hier drin. Und ja, als wir von der Probefahrt wiedergekommen sind, habe ich dann, ich glaube am gleichen Abend sogar noch, die Türverkleidung abgebaut. Da gibt es auch verschiedene Videos im Internet drüber. Und habe geguckt, wo das Klappern herkommt. Und zwar, das Klappern kann man sehen, also wir können
mal gucken, ob man das jetzt sehen kann, weil ich kann hier auf jeden Fall reinleuchten. Ja, also man kann das jetzt hier so ein bisschen wegziehen. Und dann kann man das nämlich sehen, diesen Führungsstift. So, das wieder im Video, schnell, 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 und dann will ich gleich wieder irgendwelche Tipps haben, dann flippe ich wieder aus. Weil Mini macht das nämlich auch ganz schlau, die haben das nämlich alles hier zweigeteilt. Wir haben noch die Kunststoffgabeln, warum nimmst du die denn nicht? Die Kunststoffgabeln? Nein. Boah, ich dachte mal, jetzt kommt hier den Finger da reingekommen. So. Jetzt können wir mal versuchen. Ich mache das jetzt nur so ein bisschen ab, um euch zu zeigen, wo das Ganze ist. Brauchen wir eine Lampe? Brauchen wir eine Lampe? Und zwar, wie gesagt, gut, das ist jetzt hier die Fahrerseite, aber es war halt auf der Beifahrerseite das Problem. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wir können das mal eben versuchen. Kerlo-Kiste, diese Kamera hier. Wegklappen den Bums. So. Und wenn ihr, ich weiß nicht, es ist schwer zu sehen. Hier in dieser Aluschiene, kann man da reinleuchten, dann müsste es wahrscheinlich näher ran. In dieser Finger vor der Aluschiene. Genau, wo mein Finger in der Aluschiene ist, da sitzt die Scheibe quasi mit so einem Splint drin, der dafür sorgt, dass an diesem Aluprofil das Fenster geführt wird. Und dieser Splint fehlte auf der Seite, das heißt, also auf der Beifahrerseite. Das heißt im Prinzip, dass das Fenster nicht mehr mit dem Splint gesichert war, sondern konnte hin und her wackeln. Und ich vermute, weil ich habe dann diesen Splint, habe dann mir das ausgemessen, 6 mm, habe einen Bohrer genommen, habe den Bohrer hinten abgeschnitten, dass ich einen neuen Splint hatte, weil der lag auch nicht in der Tür oder so. Ja, das war jetzt so ein bisschen Fusch-Tuning in dem Moment. Hab den Splint dann, also diesen Splint mir selber gebaut, eben im 6er Bohrer, weil er genau 6 mm hatte. Hab den dann hinten immer mal ein bisschen rund, also ich sag mal keilförmig gekloppt, dass der dann da drinnen stecken bleibt. Und habe danach die Fenster noch eingelernt und seitdem funktioniert wieder alles. Also das Problem war bei mir, dass das Fenster quasi sich immer wieder ein bisschen verschoben hat und nicht mehr wusste im Endeffekt, wo es war. Das war jetzt das Problem bei mir. Wie gesagt, ich habe auch ein bisschen gelesen und habe oft gelesen, dass es hinten dieser Sensor ist. Für mich, ich weiß gar nicht, wie lange habe ich Fehlersuche gemacht an dem Ding, bestimmt 2, 3, 4 Stunden ungefähr, weil ich halt von vorne angefangen habe. Ich habe immer halt nicht verstanden hinterher, warum der das Ganze so gemacht hat. Ja, wichtig zu sagen ist eigentlich noch das, ich muss auch dazu sagen, aber das können wir mal in einem extra Video machen dann eventuell. Ich habe das Fußraumsteuergerät, weil er ja diesen Wert nicht übernommen hat, wenn ich das abgespeichert habe, den habe ich einmal komplett gelöscht und neu draufgespielt. Also die ganzen Einstellungen vom Steuergerät habe ich gelöscht und neu aufgespielt und danach funktionierte es dann endgültig. Ne? Also das ist ein bisschen schwierig jetzt für mich zu sagen, ob es damit zusammenhing, weil ich habe dann das gelöscht, nochmal alles neu angelernt und dann funktionierte es. Und seitdem, ja, kann ich nur sagen, das Verdeck funktioniert einwandfrei. Ja, das ist das, was ich hierzu sagen kann, wie ich die Fehlersuche auch gemacht habe oder angegangen bin. Wenn ihr eine Frage habt, wo ich euch weiterhelfen kann. Willst du es mir noch zeigen, wie das fährt? Ja, wir können das, natürlich können wir das zeigen. Aber wenn ihr dazu, wie gesagt, irgendeine Frage habt, dass ich euch weiterhelfen kann, ihr eventuell, ich sag mal, irgendwo aus der Nähe von uns kommt, NRW-mäßig, und ich euch da behilflich sein kann, weil ihr vielleicht ein Problem habt, könnt ihr euch gerne melden. Ich bin da der Letzte, der euch nicht irgendwie hilft. Oder wir sind da nicht die Letzten, das mache ich ja nicht nur alleine. Und ja, wie gesagt, das soweit erstmal dazu. Ich zeige euch jetzt noch, wie das ganze Dings hier wieder funktioniert. Und dann, so. Ich weiß gar nicht, das Fenster oder beziehungsweise die Tür, die muss glaube ich zu sein. Soweit bin ich auch noch nicht. So. Wäre natürlich jetzt gut, wenn es nicht fährt, ne? Oder? Ah, so mal, fährt so.
Und wie gesagt, ich habe dann halt diese ganzen Taster und so weiter. Ich komme nicht mehr aus dem Auto raus. Der Knopf hat sich hier runtergedrückt. Ausgesperrt im eigenen Auto. Eingesperrt im Auto. Ausgesperrt. Er ist eingesperrt. Also es ist warm heute. Nein, wie gesagt, das war halt meine Suche, meine Fehlersuche, die ich halt angegangen bin. Und das Einfachste ist, wenn ihr euch wirklich das Programm kauft im Prinzip. Ich glaube, ich habe da damals 60 oder 80 Euro für bezahlt. Das Programm funktioniert bei allen BMW-Modellen, soweit bis auf die neue G-Serie und F-Modelle. Auch nicht alle. Meinen zum Beispiel kann ich aber auslesen. Und lohnt sich definitiv, meiner Meinung nach, weil du kannst diese ganzen Fehler speichern und alles, ob das Motorsteuergerät und ist, halt alles selber auslesen. Finde ich schon eine Sache, die man als Hobby-Schrauber auf jeden Fall haben kann. Also wenn man sich an das Dach selber dran traut, dann kann man sich auch das Programm kaufen. So würde ich das mal sagen. Also nicht, ja, wenn du keine zwei Ligamente hast. Ne? Ja gut, das soll es auch gewesen sein für dieses Video. Habt ihr, wie gesagt, Fragen, schreibt unten in die Kommentare, können wir euch helfen. Machen wir das natürlich, leiste ich euch gerne irgendwie Hilfestellung. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video, wenn wir dann an dem Wagen die Hochdruckpumpe noch tauschen. Und ansonsten eine schöne Woche. Haut rein. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets.